Wollen Sie mich hier eigentlich völlig für dumm verkaufen? Immer wenn in dieser Geschichte irgendetwas nicht zusammenpasst, dann kommt eine völlig abgedrehte Erklärung darüber, warum das doch so sein kann. Erst erzählt mir dieser Sternfuzzi, dass da irgendeine Sternkonstellation ist, die er gesehen hat, die ihn dazu auffordert, in ein anderes Land zu reisen. Dann kommt dieser Hirte und erzählt von seinen Lichtwesen, die singend dazu auffordern, ein Baby anzugucken. Ihre Frau will von einem Engel erfahren haben, dass sie schwanger ist, obwohl sie noch nie etwas mit einem Mann zu tun hatte im Bett. Und dann kommt auch noch dieses Kind höchstpersönlichs von Gott und ihnen erscheint ganz logisch auch ein Engel im Traum und sagt, sie sollen bei ihrer Frau bleiben. So. Macht's Klick? Naja, wenn Sie das so zusammenfassen, hört sich das tatsächlich etwas überraschend an. Ach, überraschend? Das ist das reinste Lügenmärchen, mein Freund. Und es ist die unrealistischste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Vielleicht ist sie ja gerade deswegen wahr. Meinen Sie, in was für einer Welt leben Sie denn? Was ist das denn für eine Logik? Je unrealistischer, desto mehr muss es stimmen? Ich kann Ihnen nur erzählen, was ich erlebt habe. Mir ist im Traum ein Engel erschienen, der gesagt hat, ich soll bei Maria bleiben. Da ich sowas vorher noch nie erlebt habe, bin ich geblieben. Und dann diese Erlebnisse mit den Hirten und mit den Astrologen, die sind für mich Beweise dafür, dass das alles wahr sein muss. Dass unser Jesus, unser kleiner Sohn, der kommt wirklich von Gott.